Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Ja, kein Lager, kein Hund. Dann müssen wir heute so starten. Ich habe mich hier nur quasi umgedreht. Da habe ich schon die erste Herausforderung gestartet. Jetzt gucken wir nämlich direkt, was machen wir heute? Allgemein, ja, auf Montag mal betrinken, ne, kann man machen. Ah, hier die Briefe sammeln, brauchen wir nicht. Pferd fotografieren, kriegen wir hin. Und das ist es nämlich. Distanz gelaufen, 25 Fuß. Habe ich schon geschafft. Dann Gabelböcke, Häuten 3 Stück. Gestreiftes Gilertier 1. Spielert machen wir ja nicht. So, der ungeliebte Kopfgeldjäger. 2 aus derselben Ecke. Oh, ohne einen umzulegen. Ah, schon wieder schwierig. Und Kopfgeldjagd nach von einer Stunde. Na, kann man machen. Da haben wir es mal wieder, den Kadaver oder die Haut, tödliches Raubtier gespendet, 200 Tacken verdient, 2 Versorgungsmissionen, Fläschchen trinken, oh ja, heute ist aber viel Saufen, wie angesagt, ne? 3 Landkarten nutzen, Münzen finden, eine Spezialsorte hergestellt, giftigen Schwarzgebrannten und hier die Einrichtung geändert. Oh, 24 Stunden kein Tier getötet, Wildnislager, Tarntonika, ja dann. Hauen wir uns als erstes mal da rein. Laufen zum Lager. Warum auch immer das hier ist und ich da nicht direkt gespawnt bin. Streicheln den Besten der Besten der Besten hier. Das ist ja Wetter wie hier. Ne? Nassen Hintern gekriegt. So. Das Pferd ist auch nicht da. Ja, heute läuft's. Ja, machen wir mal im direkten Foto, oder? Ach so, ja, man muss auch drauf drücken, ne? So, dann ein Schnapsfläschchen trinken. Mal so ein Whisky rein, oder? Auch durch. Ja, dann machen wir direkt eine Versorgungsmission, oder? Dann haben wir die doch schon mal fertig. Okay, don't ask me how I know this, but some of our fellow traders are having some transportation difficulties. Stranded at the mercy of brigands and outlaws. So we can play nice or we can play smart. And you aren't very good at playing nice. So, was liegt an? Oh, zum liegen gebliebenen Wagen. Oh, zu dem liegen gebliebenen Wagen. Okay, das ist weit weg. Ja. Meist tauchen nur noch 2 Pfeifen auf. Wo sind sie? Da kommen sie. Super. Ja, und deswegen liebe ich diese Ecke hier. Die meisten Missionen sind gefühlt um die Ecke. Da könnte man den Vorratssack auch hintragen. Ja? Kann man hier wenigstens alle noch in Ruhe looten. Laufen soll ich ja sowieso. Aber haben die heute nichts Gescheites dabei? Das gibt's doch gar nicht. Keine Sammlerstücke. Doch, endlich.
So, jetzt aber schnell zurück, ne? Und dann kann der Kompagnon hier auch direkt loslegen. Nice work. Ja, das sehe ich auch so. Gucken wir uns mal jemand Gescheites hier. Oh, da gibt es die nächste Auszeichnung. Da seht ihr es. Na, können wir direkt zurücksetzen. Was war das hier? Achso, sammle Kräuter, kann ich schon gar nicht mehr zurücksetzen. Aber jetzt gibt es dann nochmal 0,4 Goldbarren. Dann checken wir mal eben. Oh, ich habe noch irgend eine Sammlerkarte offen hier. Ah, da, ja. Ja, das. Machen wir das zuerst? Ja, kommt. Das machen wir mal eben. Und dann düsen wir von da aus zur Schnapsbrennerei. Sagen können, trotzdem eben gucken, ob hier was ist. Ich glaube, das ist sogar schon die erste Münze. Aber weiß ich es nicht. Das ignorieren wir. Wir können sie nie alle retten. Und da gibt es dann, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Entweder wir bringen die nette Dame nach Strawberry oder wir werden überfallen. Ja, zweimal Dinge heute, wo ich keinen Bock drauf habe. Ja. Das ist der Zug hier. Ja. Wir kürzen hier rum ab. Hier hatte ich auch mal meine Schwarzbrennerei, aber das war immer so eine Umgekurve hier. Da hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Hier ist das, ne? Da kann man die auch haben. Nervig bis zum geht nicht mehr. Gar nicht mehr, was suche ich hier überhaupt? Aha. Okay, da ist es. Zeige ich euch nochmal eben ganz genau. Hier ist es. Was auch immer es ist, wir werden es gleich sehen. Ah, Fossilien waren es. So, wo ist die Madame? Das ist ja auch mal wichtig zu wissen. Hier ist sie heute. Da haben wir das schon mal erledigt, ne?
kein freier Lagerplatz. Hör ich da etwa Wölfe? Wo sind sie? Komm ran hier. Brauchen wir ja auch noch. Wenn ich da jetzt die geflüchtete Person einsammle, dann muss ich, glaube ich, bis nach Valentine, ne? Tja. Mache ich das? Was war denn heute überhaupt im Kopfgeldjäger? Das war doch wieder so ein Mist, oder nicht? So, wir suchen wahrscheinlich von... Ist es ja nicht. Abgeschlossen, ohne einen Gegner oder Zielperson zu töten. Ja, aber gilt dann hier so einer, der hier so rumsteht überhaupt? So, erstmal abrippen, ne? So, wo soll die gute hin? Da ist es, na Valentine. Ja. Das Navigationssystem zeigt das natürlich andersrum. Aber die Strecke da hinten rum, ich mag die einfach nicht. So, hier mal eben kurz checken. Manchmal ist ja hier was am Wasserfall. Und hier kann man so ein bisschen abkürzen. Ich bin ziemlich sicher, dass das geht. Ja gut, wenn man jetzt nicht unbedingt den Baum mitnimmt, geht das. So ein Montagabend hier, ne? Da bin ich nicht mehr ganz so hoch konzentriert. Oh my God. Ich gebe alles. Oh, die ist aber ganz schön ange. Punkt. Ich werde mal aufpassen, was ich sage hier. Why in the hell? So, hier müsste man... hier könnten wir ja eine Münzkarte öffnen, ne? Da legen sich wieder Leute um.
ich da etwa eine Tarotkarte? So, jetzt gehen wir die erstmal ab hier. If I was you, I'd have put a bullet in him for sure. Whatever it said on the poster, it's all right there for you. Oh, es hat gezählt, ne? Hier Kopfgeld abgeschlossen, ohne jemanden umzulegen. Ja gut, dann lohnt's ja doch. Dann will ich nichts gesagt haben, ne? So, die Karte nehmen wir mit. Dann müssen wir da hinten ins Hotel flitzen, denn da hat vorhin der Controller auch vibriert. Laufen soll ich ja auch. So, hier mal freundlich Guten Tag sagen. Ist ja sowieso in meinem letzten Zimmer, dass ich gucke, ne? Ja, genau. Meine Güte hier. So. Haben wir es auch schon mal. Hin, aber jetzt ist es auch egal. Manchmal ist hier hinten eine Münze. Klar, heute nicht. So, dann schicken wir mal eben. Sammler, was brauchen wir denn? Antike Schnapsversicherung. Okay, Münzen. Dann machen wir eben eine Karte auf. Da brauchen wir ja dann im Prinzip, habe ich keine Münzkarte mehr. So. Da war ich doch gefühlt vorhin. Ja gut, das ist natürlich jetzt echt mega nervig, ne? Was war denn hier bei Naturkundler? Wildnislager, Tarantonikum. Okay, Schwarzbrenner war Spezialsorte der giftigen Schwarz gebrannt und Dingens geändert hier. Ne, kommt, wir holen uns mal in die Münze. Was sagt überhaupt die Zeit hier? 18 Minuten, was soll's denn? Na, eben hier mit Vollgas durch Valentine, oder? Oder schon wieder einer dicht. So, ich beeil mich auch. Ja, morgen habe ich frei, da kann ich... Oh nein, 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 nein. Wir nehmen hier keine Straßensperre hoch. Das können wir, das könnte ich vergessen hier. Nee, das machen wir heute nicht. Also morgen, ja, bin ich erstmal zu Hause. Da können wir dann in Ruhe gucken. Was die Matta morgen für Post hat. So, klar, wo das Ding gestartet ist. Na, erledige die Steuerbeamten, da wird mir jetzt hier der gelbe Punkt nicht mehr angezeigt. Was ist das denn hier?
So, da haben wir die Münze schon mal. Und dann holen wir uns... Oh, die war irgendwo hier, ne? Oberrichtung. Ach ja, super. Das lohnt doch hier heute. Hier in der Gegend bin ich so selten, ne? Aber was will man hier auch? So ist das nämlich auch schon erledigt hier, ne? Mission einfach ignoriert. Ja, und dann denke ich, werde ich morgen wirklich eine Runde mit Arthur durch die Gegend reiten. Denn Story ist immer gut. Ah, das ist hier, glaube ich, an dem Baum, ne? Da ist es. So ist das auch schon durch. Jetzt brauchen wir hier giftigen Schwarzgebrannten. Ballern wir einfach irgendwo hin. Da war er mal. Das Dynamit auch nochmal in mir, ne? Kann man immer gebrauchen. Dann können wir jetzt eben zur Schwarzbrennerei düsen. Eben checken, was da soweit, ob da überhaupt was fertig ist. Was heißt fertig? Ob ich überhaupt was in Auftrag gegeben habe. So, sollten wir die Einrichtung ändern. Okay, then. Dann machen wir es uns mal schick. Ich habe gar nicht den Auftrag gegeben. Kann ja lange warten, ne? This will put airs on your face, yes? Aha, ça marche. Now we must be patient. Hello. So, was war hier noch zu machen heute? Was müssen wir überhaupt noch machen? Ach, drei Stück. Ja, das ist ja dann...
Das erübrigt sich da hinten. Naja, die Landkarten meine ich. Ja gut, das ist ja nicht so schwierig heute. So. Distanz noch. Ja, hier muss ich noch viel mehr laufen. Gabelböcke brauche ich noch. Ja, und betrunken. Gut, das geht ja hier schnell. Ja, nur hier den Hatten reinziehen, na, den starken. So. Auch noch Gold für zu bekommen, ne? Ja, erstmal das Gesicht waschen. Das könnte helfen. By the way, I see we have some fresh customers. Dann düsen wir mal eben zurück, spenden mal eben die Pelze hier. Noch mal eben was Gescheites. Docks are looking good. Okay, Ben, no comment. So, dann gucken wir mal, was kann sonst noch weg. Okay, this will have to do. Dass er hier auch genug zu tun hat, ne? I'll take whatever I can get. Oh, ist das ein mieses Wetter. Guess beggars can't be choosers. Da haben wir den nächsten Kandidaten. Da machen wir aber keine Gefangenen. So, der versucht jetzt zu flüchten. Kann er ja auch versuchen. Ah, bin immer noch. Sind wir noch nicht nah genug dran. Die hat echt ein schnelles Pferd, ne? Roma. Gilt das jetzt auch mit innerhalb einer Stunde oder so? Oder gilt das nur, wenn man wirklich einen Steckbrief annimmt? Na gut, wir werden es sehen. Thank you.
Jetzt reite ich doch wieder nach Strawberry, ne? Wollte ich heute gar nicht. Aber nun gut. Jetzt wissen, ob das funktioniert. Na, das war knapp. Ich will jetzt wissen, ob das funktioniert hier. Ob das gilt. Das war mal wieder knapp. So, schon sind wir da. So, dann kann ich hier einfach ablegen hier. Dann will der auch nicht in der Hütte. Das gilt nämlich nicht. Hier, ne? Kopfgeld, Jagden innerhalb einer Stunde Echtzeit. Da muss man die tatsächlich annehmen. Ja, da habe ich aber keinen Bock drauf. So, zwei Sachen brauchen wir noch. Na gut, das Tantonikum können wir mal eben nehmen. Jetzt noch eine. Mission soll wohl gleich irgendwann glücken, oder? Landkarten benutzt? Nee. Spezialsorte? Nee. Ja gut, 24 Stunden kein Tier getötet, ist ja auch alles. Das ist ja schwierig, finde ich. Weil wir ja noch Gabelböckchen und so sammeln müssen. Boah, wisst ihr was? Während der Kompagnon da arbeitet, ne? Wir sind doch einfach meine Ecke. Wo es diese Gillertierchen gibt oder wie die heißen. Das ist ein Gabelbock. Nehme ich auch. Drei Stück? Das ist ja schon fast Arbeit hier. Kam so ein komisches Geräusch. Ja, das meine ich nicht. Ach, das ist ein Gürteltier. Ja, nehme ich auch erstmal. Passiert. Ach so, das wollte ich ja gar nicht. Oh, nein! Boah, ja, das bin ich selbst schuld. Ich wollte aufsteigen. Oh, das ist mir am Anfang in der Story ein paar Mal passiert. Da habe ich so eingepflastert gekriegt. Mit Recht natürlich, mit Recht. So, was erstmal hier füttern.
So ein Gürtel hier. Ja gut, ist die falsche Knarre. Da habt ihr recht. Also von der Uhrzeit her, da müssen wir hier jetzt mal diese Gillertierchen da auftauchen, oder wie die heißen. Was hat es hier eigentlich mit... was ist das? Hier ist er angeflickt worden, oder was derjenige, der hier liegt. Na, hier. Hier irgendwo. Oh. Also die Nummer verstehe ich nicht. Ja, war mächtig viel Blut. Und dann zieht sich eine Blutspur hier lang. Wird hier auch immer mehr. Und hier. Da liegt jemand rum. Der ist ziemlich tot. Was ist das hier für eine Aktion? So, das kann ich jetzt aufnehmen. Und mal plündern. Man, der hat es ja hinter sich, der braucht ja nichts mehr, ne? Aber was ist hier passiert? Hier sind doch sonst Gabelböcke satt. Nur heute natürlich nicht. Was haben wir denn da hinten? Die Kornwitter. Da ist auch wieder irgendwie eine Straßensperre oder so ein Quatsch. Habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Das gibt's ja auch gar nicht. Wenigstens ein Gabelbock hier. Dann hoffe ich mal, dass wir gleich noch eben die Versorgungsmission machen können. So ein Killertier scheint mir ja nicht über den Weg zu laufen. Wenigstens das Gabelböckchen hier. Nehmen wir das Gold auch noch mit. Verdeckt. Zack. Das ist, wenn man diese kleinen Viecher sucht, ne? Das wird nie was.
In der Story habe ich die schon mal gesucht, bis zum geht nicht mehr. Da mussten die perfekt sein für irgendwie so ein paar Handschuhe. Da bin ich auch bald verzweifelt. Ach, was soll's, ab nach Hause. Gucken, wie weit der Kompagnon ist. Da schauen wir mal. Das wäre doch nur noch eine Versorgungsmission, dann hätten wir es doch. Beautiful. Ich muss mich auch noch ein bisschen bewegen hier. Ich soll ja noch ein bisschen laufen. Sag mal, was soll das denn? Ach, ich kann ja auch schon mal ein bisschen Munition abholen hier. Aber das gibt's doch nicht. Wir brauchen doch nur noch... Oh Mann, was man da noch latschen muss. Guckt euch das mal an. Wir brauchen nur noch, genau, eine Sache. Das wird nix. Schwarzbrenner, ja gut, abwarten. Landkarten, nee. Also wir brauchen ja wirklich nur noch die Versorgungsmission, dann sind wir da durch. Letzte Münze da hinten. Wir müssen jetzt hier irgendwie die Zeit rumkriegen hier. Wieder ist der Zug da. Ja, wie immer kürze ich hier über die Bahnlinie ab. Da muss man sich nie an die Wege halten, das ist Quatsch. Was das Pferd geht schon so komisch. So, dann ist das nämlich hier drunter. Also. Also ich meine, hier irgendwo ist das hier. Also wirklich ganz genau da. Schnellreise machen? Nee.
bisschen nervig hier mit den Schlangen. Hat mich ja letztens eine erwischt, ne? Das war ja echt. Das war ja kurz vor knapp. Ist da was? Dann öffne ich jetzt hier gleich eine Landkarte. Für Tarotkarten. Ich hoffe, die sind hier alle um die Ecke. Weil anscheinend klappt das mit der Versorgungsmission ja heute nicht. Das ist so super. Müssen ja jetzt zum Ende kommen, ne? Ja klar. Das lief erst so gut, ne? Nach knapp 32 Minuten jede Menge erledigt und jetzt zieht sich das hier. Klar hätte ich da direkt den Schwarzgebrannten angestellt, aber ich war der festen Überzeugung, ich hätte ihn angestellt. Wo ist es? Da sitzt es. Ja, das nehmen wir mit. Lass mal hier. Und der legendäre Bison hier, da, boah, da haben wir richtig gleich Vorräte. Ah, da. Oh, und Schwarzgebrannten gibt's hier auch noch. Ja, da sagen wir nie nein, oder? Hier, wo war das? Ach, an der Hütte da. Ja, 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 ja. Dann sammeln wir das noch eben ein, öffnen einfach eine Karte für irgendwas, dann haben wir es auch geschafft. Ich muss auch sagen, wenn man so selbst spielt, ne, da vergeht die Zeit, das ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wo liegt sie rum? Da. Oh, wo ist die nächste? Hier. Das ist ja schnell erledigt, ne? Da können wir ja nicht meckern.
Ja, lohnt hier auch nochmal, ne? Schwarzgebrannten. Das nehme ich ja immer mit. So ist die Landkarte auch weg. Dann machen wir jetzt eine auf für irgendwas. Und da seht ihr schon, jetzt haben wir die neuen Rollenherausforderungen erledigt. Jetzt reiten wir hier noch ein Stückchen raus. Und dann geht's ab nach Hause. Dann spenden wir das noch. Und dann machen wir Schluss. Wird ja auch Zeit. Wie viel haben wir jetzt? Jo, 52 Minuten, irre. So, eben spenden. Das bringt's. Und dann machen wir Schluss für heute. Aber, weil das vorhin nicht geklappt hat, jetzt nochmal. Ich weiß gar nicht, was der immer gegen meinen Hund hat, oder? So. Das war die Folge am Montag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.